So, einen wunderschönen Tag. Guten Tag hier zurück in Darmstadt beim German Tour Touch Nachtturnier, das bereits seit 23 Uhr läuft. Jetzt haben wir 9 Uhr ungefähr. Ja, genau, 8.55 Uhr, gut geraten. 9 Uhr morgens und es läuft das Achtelfinale. Ursprünglich waren wir 80 Spieler, die sich aufgeteilt hatten auf 16 Gruppen, A5 Leute im Modus jeder gegen jeden, 9 Ball auf 5 Gewinnspiele. Die ersten zwei haben sich für die Endrunde qualifiziert, dann haben wir vorhin die letzten 32 gesehen und jetzt sind wir im Achtelfinale. Also jetzt geht es schon ums Eingemachte. Und wir sehen am Tisch im Moment den Tim Schöbel aus Heppenheim, ganz hier in der Nähe. Und ihm gegenüber steht der Dennis Braun, der jetzt für den BSF Kurpfalz in der zweiten Liga spielt. Wir spielen auf 5 Gewinnspiele. Und im Winner Break. Und ein spezieller Modus ist noch beim Break, beziehungsweise beim Aufbau. Die 9. Okay. Lass mich mal zu ausreden. Die 9 wird. Auf den Fußpunkt aufgebaut und es gilt die sogenannte Kitchen Rule, das heißt, dass insgesamt 3 Kugeln beim Break die Kopflinie überqueren müssen und versenkte Bälle werden davon abgezogen. Also 2 Kugeln fallen, muss man nur noch eine Kugel über die Kopflinie bringen, als Beispiel. So, und der Tim ist hier am Tisch, offenbar ist es ihm ein bisschen kühl, er spielt noch mit Jacke, ich weiß nicht, ob er sich noch warm läuft oder so, keine Ahnung. Vielleicht nimmt er noch nicht ernst den Dennis, ich weiß nicht. Ja, aber jetzt hat er sich ein bisschen verstellt. Jetzt hat er sich verstellt. Aber das ist nicht weiter schlimm. Der ist auch ziemlich luftsicher, gell? Ja, 1-0 für den Tim Schwöbel. Ja, der Dennis momentan haben wir nicht viel verkehrt gemacht. Dass er genau einen Einstiegsball hätte. Ja. Also nochmal für alle so, beim Tim sieht es immer so aus, so lustlos irgendwie. Ja, aber, aber er spielt es eigentlich ziemlich gut. Ja, ja, der Schein trügt hier. Ja. Fährt doch. Nicht mehr. Ne? Ja, Jetzt war die Kugel lustlos. Genau. Ja, irgendwas hat sich jetzt gerade ein bisschen übertragen. So, aber Chance von St. Dennis. Na, schöner Rückläufer.
Gut, dann gleicht der Dennis zum 1-1 aus, nutzt also den Fehler vom Tim gnadenlos gut aus. Was wir auch jetzt gesehen haben beim ersten Einsatz vom Dennis am Tisch, er hat auch die Balance Ride, diese Verlängerung zwischen Ober- und Unterteil, mit eingebaut. Verlängert das Kö um 10 cm ungefähr und macht es natürlich kopflastiger. Wir haben das schon gesehen beim Raphael Keusen und auch, ich meine, wen habe ich denn noch gesehen? Der Roman Hübler spielt sowas. Der ist zwar jetzt nicht hier, der ist bei der Europameisterschaft, aber er spielt auch mit dieser Extension zwischen Ober- und Unterteil. Also interessante Idee. Macht das Kö kopflastiger. Dem einen liegt es, dem anderen nicht. Muss jeder für selbst für sich entscheiden. Hier sieht man es ganz gut im Bild, glaube ich, dass das Kö da doch etwas länger ist als gewöhnlich. Das sieht man jetzt. Ja, er hält es genau fest da, ja, genau. Da sieht man die Verlängerung, ja. Wenn wir übrigens etwas stiller sind als sonst, dann liegt das daran, dass wir halt ziemlich kaputt sind, bereits seit 10 Stunden im Einsatz sind, die ganze Nacht hindurch. Und irgendwann geht einem auch mal die Puste aus und ich glaube im Moment sind wir beide ganz ziemlich K.O. Ja. Und schauen uns mal die Partie in Ruhe an. Ja. Und ja. Schauen wir mal, an welche Stellen wir eingreifen und was sagen. Im Moment fällt jedes Wort etwas schwerer als sonst. Ja, ist auch für uns ein Kampf. Ja. Ja, es wurde auch schon viel geredet. Ja. Ja, jetzt nicht in dieser Partie, aber in anderen Partien haben wir noch deutlich mehr diskutiert und gesprochen. Na, schauen wir mal, was der Satz uns noch bringt. Vielleicht gibt es ja noch eine Schlägerei oder so, was interessant werden könnte. Aber ich glaube nicht, die zwei haben die ganze Nacht durch Checkio getrunken, das Getränk des Hauptsponsors aus den Niederlanden. Oh. Wieder abgerutscht, der war schon auf die 5, war Dennis schon abgerutscht. Oh. Ist ja unglaublich. Und schenkt ihm hier die 9. Also 2-1 für Tim. Oh, ist ja krass. Ja, zuvor war er auf die 5, hat er schon, hat man es gehört, dass er leicht abgerutscht ist und eben nochmal. Da sehen wir im Hintergrund die Werbung von Checkio.
Nahrungsergänzungsmittel aus den Niederlanden zur Stärkung der Konzentration und Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum zur Beruhigung, ohne dabei einzuschlafen, sag ich mal, sondern einfach nur zur Beruhigung. Und wir haben diverse Erfahrungsberichte schon gehört von verschiedenen Leuten und die waren durchweg positiv. Wirkt sich also letztendlich dann auch nochmal vielleicht um 10-15% leistungssteigernd aus. Und die können ja bekanntlich dann entscheidend sein. Schaut mal rein auf die Webseite von CheckYou und befasst euch mal mit dem Produkt. Natürlich von der WADA, also der Internationalen Dopingagentur, genehmigt. Sprich, kein Doping. Keine Gefahr. Gilt übrigens nicht nur für Billard, dieses CheckYou als gutes Mittel, sondern generell für alle Präzisionssportarten, die man hier auch schön auf Englisch lesen kann. Also auch alle Bogenschützen, Data etc. könnten an dem Produkt durchaus Interesse haben. CheckYou sorgt hier für das Added Money. In Höhe von, ich meine, 700 Euro. Oh, schon. Ja. Guck mal, sein Kö ist geschrumpft. Da musste ich auch bücken. Hilfe, mein Kö ist geschrumpft. Ein kleines Zeichen des Ärgers. Ja, weil es ist einfach so liegen geblieben, wie es eigentlich auch mit Ball and Hand hätte nicht besser liegen bleiben können. Mhm. Ist nämlich mit entsprechendem Winkel auf die 2. Trotzdem, oh, ganz knapp, ich dachte, der verschießt. Oh, und die Position ist, aber auch nicht gut, ist jetzt nicht gerade die, wo man sich erträumt. Vielleicht einfach mal die Jacke ausziehen, da braucht man nicht so viel an sich rumfummeln. Stört ja auch beim Schwingen eigentlich. Ja. Ich verstehe es nicht. Muss ich nicht verstehen. Ja. Kalt ist es nämlich nicht. Nö. Mittlerweile scheint auch allerfeinst die Sonne draußen. Ich glaube, es wird ein schöner Tag heute, ja. Schauen wir mal, ob wir was sehen davon. Es war toll gemeldet, ja, aber... Schauen wir mal, ob wir was vom Tag sehen. Ja. Ich glaube, wenn wir was vom Tag sehen, dann... ist es die Abenddämmerung, genau. Wenn wir noch was sehen davon. Obwohl, ich muss noch einkaufen und ich muss noch den Rasen mähen. Rasen mähen? Oh ja. Ich muss mich noch ins Bett legen. Ist nur blöd, wenn man morgen grillen möchte, ja, und man muss sich dann durch Gras kämpfen. Ja. Habt ihr keine Terrasse? Balkon. Ja, und? Da geht's dann runter in den Garten und da haben wir... Wie, direkt vom Balkon? Dann ist aber kein Balkon. Springt ihr dann runter oder was? Nee. Nee, vom Balkon geht's nicht runter. Ne? Also, ja, also wir müssen eigentlich so ums Haus rum. Ne? Da waren wir hier unten, hinten unseren Garten. Den okay. Ich vor 2 Jahren komplett neu angelegt habe. Achso, ich dachte schon das letzte Mal... Na. Gemäht hast. Ne. Es war ein trauriges Stück. Naja, Natur kann man nicht sagen. Hinterlassenschaft. Ja. Jetzt musst du morgen heute noch den Rasen mähen, um morgen grillen zu können. Ah ja. Nee. Ja, so bin ich halt. Das wäre nichts für mich jetzt noch. Ja, am Montag, Sonntag geht nicht. Am Montag komme ich dann wieder nicht dazu. Und dann wäre es frühestens am Dienstag wieder möglich. Oder ist das Gras zu hoch dann? Das ist dann, zumal ich ja nicht einfach mehr mähe, ich tue mulchen. Ach, Jemine. Ich tue mulchen.
besser für den Boden, für den Rasen, für uns alle. Also wenn ihr mehr über die Erfahrungswerte von Bernd Schmatz beim Mulchen hören wollt, dann müsst ihr den Blue White Ball Channel Blog anwählen, ja, wo Bernd exklusiv über seine Mulcherfahrungen berichten wird. Na klar, oder schreibt mich einfach über Facebook an. Ja? Genau. Ich kann euch Bilder von meinem Garten zeigen. How to Mulch Rasen. Ja, ja, ja. Ist aber auch zu leicht, hm? Nee, das stimmt nicht, da ist ja die 6. Ich dachte, das wäre die 8. Ja, dann passt's wieder. Ja, passt, ja. Ja, das passt schon alles. Ja. Tja, was er da macht, sieht eigentlich ganz gut aus heute, Dennis. Vorhin hat er noch ein bisschen gequengelt wegen den Spielen in der Karlsruhe. Ja, die fanden da nicht so toll so von sich, ja. Nicht? Nö, fand da nicht. Dann muss man einfach mal besser spielen. Ja, ja. Genau. Okay, dann scheint er jetzt mal hier zeigen zu wollen. Ja, ja. Hey, ja, passt auf, ja, ich kann auch Billard spielen. Ja, ja, das kann er ja auch. Naja. Okay, 2-2. Tja, auf jeden Fall freue ich mich aufs Grillen wieder, Mensch. Oh, ja. Würde ich mich auch. Oh. Ich habe vor 2 Jahren habe ich da richtig zugeschlagen da im Garten, bin dann hin, habe da Bäume rausgerissen, gefällt mit der Motorsäge. Mhm. Ja. Und okay. Mit der Gartenfräse durch, alles gerade gezogen, komplett neue Rasen eingezogen, ja, oder ja, gesät. Und sollen wir das jetzt auch als Einladung ansehen von dir, wenn du hier schon von deinem Rasen erzählst? Ja, ein bisschen viel hier für meinen Grill. Ja. Er ist nicht so für so Massen-Events ausgelegt. Okay. Ne, ist schön, da. Mach das als gern, da. Macht Spaß. Vor allen Dingen, wenn dann das Wetter ist, man kann ja draußen sitzen, ich genieße das immer. Ja. Hab dann auch ein schönes Plätzchen hergerichtet, da habe ich ein großes Trampolin stehen für meine Kids, für die Kinder von der Verwandtschaft, für meinen Sohn. Die können auch den Rasen mähen heute. Ja, nicht so. So, der Dennis geht offensichtlich auf die 3, die da zwischen der 5 und der 7 durchgeht. Ja. Sehr schönes Ding. Noch mal eine heftige 5. Ah, so einer, ja. Ha? Da schon. Ja, das ist ziemlich nah an der 9. Mhm. Ja, ne, 2-3 Zentimeter. Mhm. Das passt erstmal. Mhm. So, jetzt muss natürlich versuchen, der Tim muss versuchen, möglichst viel Distanz zwischen Weiß und der 5 zu bringen. Bleibt eine 8 hängen und die 8 fällt. Ne, tut sie nicht. Mhm.
Naja, gut, aber ich glaube nicht, dass die da durchgeht, oder? Nee, das glaube ich auch nicht. Mittelloch dann als Option. Ja. Schwierige Option, sehr schwere Option. So, dann bleibt er wahrscheinlich auch in der 9 noch hängen. Da ist die Position auf die 6, die liegt nämlich da unten. Also links sitzt an der kurzen Bande, schön in der Sonne. Die 6 badet sich förmlich da unten in der Sonne. Ja. Ja. Oh, also so schlecht sind die Lichtverhältnisse jetzt nicht, wie sie hier auf dem Bild dargestellt sind. Nee. Beim besten Willen nicht. Wir haben da einen Schatten oder beziehungsweise Lichteinfall. Ja. Aber es ist ja noch erträglich. Sieht mal schön aus, ja. Sonnenstrahlen. Sogar zu uns in die Kommentatoren-Lounge spitzelt die Sonne mittlerweile herein. Ach du Schreck. Naja. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht verbrennen, so wie ein Vampir im Tageslicht. Ja. Da wir jetzt die Nacht gewohnt sind, ja. Ja, ja, ich noch nicht. Boah, es ist dunkel hier, ja. Boah, guck mal. Einmal wieder rausgerollt. Ja. Einmal drumherum um die 8, wieder raus. Ja, aber da muss er jetzt dann auch drüber greifen, gell? Mal hin, ja, ist hier wohl gut mehr. Ist ja krass. Ja, ich glaube, ich muss mal den Fokus umstellen hier. So, erstmalige Führung für Dennis Braun, 3-2. So.
Ja, der Einstiegsball. Hm. Ist ein bisschen fehl, ist der Einstiegsball jetzt. Hm. Ups. Ich denke, die Kameraeinstellung können wir fast vergessen. Ne? Ja. Ja, im Moment nicht möglich, zu dunkel. Ja. Generell haben wir natürlich hier ein bisschen Pech jetzt mit dem Wetter. Das ist eigentlich zu gut. Tja. Und wir haben hier Lichteinfall. Eigentlich müssten wir den Tisch aus dem Programm nehmen. Ja, ja, ist wirklich so. Ja, 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 ja. Ist das so schwer zu spielen? Ja, ja, klar. Es ist, die alle anderen Tische sind völlig in Ordnung. Nur der hier nicht. Ausgerechnet Tiffy-Tilbe, ne? Ja. Ich glaube, das wird auch auf absehbare Zeit nicht besser werden. Nee. Tja, alles andere liegt hier im Schatten. Sozusagen, ja. Nur die zwei Rechtecke auf dem TV-Tisch. Mhm. Oh. Holla. Haha. Alter Schwede, ja. Guck mal. Iuiui. Tja. 4-2 für den Dennis. On the hill, sozusagen. Tja, da kommt einer und deutet die Sonnenbrille an für diesen Billardtisch. Ja, derselbe Mann, der vorhin auch bemängelt hat, dass der Tisch nicht eingezeichnet sei. Ja, noch dazu, ja. Obwohl das ist. Ja, klar, natürlich. Okay. Na dann. Ist ganz nett hier. Stellung 1, 2, ja. Kann schlechter laufen. Tja. Gott, ja, der Lichtstreifen wird immer länger. Ja. Schau. Und ich befürchte fast, es wird so schnell nicht mehr besser werden. Nee. Hm.
Auf das große Kamera drehen, in andere Richtung. Tja, kannst gar nicht viel drehen. Jetzt da oben ein Rollo. Nee, ne? Glaube ich nicht. Wir sind hier unter einer Glaskuppel. Also nicht direkt unter einer Glaskuppel. Die Glaskuppel ist quasi rechts von uns. Jetzt hinter uns, ja, von aus der Kameraposition. Ja. Und da scheint die Sonne direkt rein. Ja, die kommt von da oben, ja. Ja, das sieht man jetzt hier nicht. Da drüber ist eine Glaskonstruktion. Ja. Aber da, am Pfeiler kann man es ein bisschen erkennen, da kommt die Sonne rein. Tja, und hier streichelt sie zart über unseren TV-Table darüber. Tja, und so würde ein Billardtisch aussehen, wenn er schlecht beleuchtet ist. Das sieht man mal wieder, wie wichtig das naturbeleuchtet. Die richtige Beleuchtung ist, ja. Dennis riskiert da gar nichts, sondern er spielt hier auf Nummer sicher, um das Viertelfinale auch möglichst schadlos erreichen zu können. Ich denke mal, da hätte man vielleicht auch den Ball angehen können. Er sagt, nee, das ist mir mit der Stellung zu risikoreich und sagt lieber, ich steige mit Safe aus. Gute Option, zumal der Tim hier auch mit einem Foul antwortet und somit die Partie vorentscheidet. Ball in Hand, 3-6 Kugeln, das ist machbar. Ja. Tja, unser wirkliches Problem liegt ja auch nicht. Die 8 ist vielleicht noch ein bisschen... Ja, 7 auf 8 vielleicht, ja. Mhm. Wobei du gesagt hast, das erinnere ich mich. Nee, das vergiss es. Bin zu müde. Ja. Hui. Die ist weit, aber die ist, glaube ich, gewollt, oder? Die ist gut. Ja, die ist gut. Acht auf Zelle. Ja, genau, da zeigt das an, da möchte das so hin haben, möglicherweise. Ja. Und der Winkel ist gut dafür. Wow, gut. So. Tja, was? Fand ich. Dennis Braun zieht also per 5:1 Sieg über den Tim Schöbel ins Viertelfinale ein, hier in Darmstadt im Chaplains Bowling beim German Tour Turnier, der Touch, das Nachtturnier. Wir hören und sehen uns wieder zum Viertelfinale, beziehungsweise ihr habt die Wahl. Schaut rein auf dem YouTube-Channel von Blue White Ball von Bernd Schmotz. Ja, wir haben insgesamt 10 Partien vermutlich, wenn wir dann hier weiter aufnehmen können. Da müssen wir mit der Turnierleitung sprechen, wegen den Bedingungen. Wir hätten dann wahrscheinlich 10 Partien insgesamt aufgenommen. Also schaut mal rein. Hier, die deutsche Prominenz ist hier beim Billard zu beobachten. Bestimmt ganz interessant hier und da. Also bis zum nächsten Spiel. Ciao.